Das Thema, wie Gott sich Menschen offenbart, ja, ist ein Thema, was mich sehr bewegt. Wir hatten ja gestern Männertag, ihr seht noch so ein paar Auswirkungen. Ein Motorrad, Andreas hat gestern behauptet, das hat 1000 PS. Ihr könnt ja nochmal mit ihm reden, wie er sein Motorrad richtig einschätzen lernt, ja, und seine Kraft. Danach hat er Kubikzentimeter gesagt. Ja. Kubikzentimeter, heißt das so? Ich weiß das gar nicht. Ja. Okay, genau, wir haben hier verschiedene andere Sachen. Es sollte eigentlich ausdrücken, Männer, ihr könnt Kraft bekommen, wenn ihr mit Gott im Gespräch seid, wenn ihr ihn hört. Ja? Und das ist das, was mir heute ein Anliegen ist. Und ich weiß nicht, wo du mit dieser Frage vielleicht gerade unterwegs bist, ja? Wo du vielleicht sagst, wenn ich wüsste, was Gottes Wille ist, dann würde ich ja diesen Weg gehen, dann würde ich vielleicht dieses Geld spenden, dann würde ich vielleicht meine Zeit und Kraft in dieses Projekt investieren, dann würde ich vielleicht mit dieser Frau oder mit diesem Mann eine Beziehung anfangen. Ich möchte euch da mal reinnehmen in unseren Eheanfang, der nicht so ganz einfach war, weil ich, bevor ich meine Frau Ele kennenlernte, schon zweimal als Christ befreundet war. Darauf bin ich nicht sehr stolz, aber beide Male hatte ich gedacht, Gott will es. Ja. Und gerade die zweite Beziehung, da hatten wir uns dann extra nochmal ein halbes Jahr getrennt, um nochmal Klarheit zu kriegen und nochmal versucht und dann ging es doch wieder auseinander. Ja? Und dann lernte ich Ele kennen und dachte, Mensch, eigentlich, das ist jetzt zu dicht dran an der alten Beziehung. Herr, ist das dein Wille? Bei Ele war nicht die Herausforderung, dass sie vorher in anderen Beziehungen war, sondern sie hatte den Eindruck, sie kam aus der katholischen Kirche, soll sie vielleicht ins Kloster gehen, Nonne werden. Ja? Und sie war am Fragen, es war noch nicht so konkret, aber als sie mich dann kennen und lieben lernte, war dann schon bei uns, und das hat uns fast so ein Stück zusammengeschweißt, dieses, dürfen wir uns befreunden? Das hört sich vielleicht für euch ein bisschen schräg an, aber es war wirklich eine Frage, gerade wenn ich mit zwei gescheiterten Beziehungen dachte, das soll nicht die dritte gescheiterte Beziehung werden. Ja, und dann haben wir uns gewünscht, Gott offenbare dich. Erst der Wunsch, vielleicht könnten ja die Wolken am Himmel sich so kurz verformen, ihr dürft. Ja, da haben wir das ein bisschen runtergebrochen, haben gesagt, okay, Uni, 40.000 Studenten, freie Uni in Berlin, beide waren wir da am Studieren. Wenn da ein Student aus seinem Vorlesungsskript irgend so ein ihr dürft Fragment auf der Parkbank liegen lässt, das wäre doch cool. Ja, ist beides nicht passiert, es waren viele Schritte, wir haben uns deshalb, ich habe das Ele auch ganz ehrlich gesagt, du, bevor ich über konkret den Schritt der Verlobung nachdenken kann, brauche ich 2 Jahre, weil meine alte Beziehung war nach 2 Jahren erst gescheitert. Ja? Und 2 Jahre ist schon eine Stange. Sie hat sich darauf eingelassen, manchmal hänselt sie mich heute noch damit, wie lange sie warten musste. Ja? Wir haben dann tatsächlich nochmal 3 Jahre gebraucht, das war dann aber mehr daran gelegen, weil ihr Vater sehr schwer erkrankte und dann leider auch gestorben ist. Und manche Vorteile hatte es, dass wir uns dann schon sehr gut kannten. In diesem Gutkennen am Anfang unserer Ehe waren wir dann nach einigen Jahren herausgefordert, nochmal, nachdem man so ein paar Entscheidungen ja als Ehepaar schon treffen musste und ihr, die von euch verheiratet sind, wissen, dass das gar nicht so leicht ist, immer zusammen in der Ehe gemeinsam Gottes Willen zu erkennen, kam die Anfrage von Wiedenest, ob wir uns vorstellen könnten, nach Wiedenest zu ziehen. Ich weiß nicht, wie es dir gehen würde als Oberkrämer nach Wiedenest. Ja, ob das jetzt dein Leidenschaftsort wäre, ein kleines, schmales, gallisches Dorf, hätte ich fast gesagt, oberbergisches Dorf. Ja. Also wir waren Berliner, wir waren dann auch noch kurz, bevor wir darüber gezogen sind, als Wissenschaftler hatte ich ein Projekt in Hawaii und als wir zurückzogen, wo es klar, wir ziehen nach Wiedenest. Und da hat meine Frau diesen denkwürdigen Satz geprägt, erst Hawaii, dann Wiedenest. Bis ans Lebensrest. Ja, so leicht depressiv gestimmt, aber es war nicht wirklich depressiv, weil wir hatten Gottes Reden sehr stark erlebt. In der Zeit, bevor wir nach Amerika gingen, wir waren da nur ein knappes Jahr, waren wir mit dem Vorstand dann von Wiedenest, vom Forum Wiedenest ins Gespräch gekommen. Und das Schwierige war, dass ich auf einer Tagung eine starke Offenbarung Gottes erlebt habe, wir sollen dahin gehen, ich soll diese Stelle antreten. Ele hatte eher so das Gefühl, naja, die haben jetzt 2 Jahre keinen Nachfolger für ein geniales älteres Ehepaar gefunden, was jetzt in Rente gegangen ist. Hermann und Luise Eil waren dann schon 2 Jahre in Rente, hatten aus der Rente heraus fast die Stelle noch ein bisschen weitergeführt, damit sie nicht aufhört und hatten mehrere Nachfolger, die hatten aber alle immer wieder abgesagt
Und dann war so bei Ille das Gefühl, naja, dann nehmen wir eben so ein junges Pärchen, können wir ja mal probieren. Ja, haben ja so ein bisschen Seelsorgeausbildung gemacht, auch ganz gut. Ja, nehmen wir. Und ich dachte, nee, ich will nicht, dass meine Frau einfach mitzieht. Sie soll selbst Gottes Reden und Offenbarung erleben. Und so war ich im Gebet und gleichzeitig haben wir dann Schritte gemacht, haben gesagt, okay, da müssen wir einfach mal weiter mit dem Vorstand im Gespräch sein, waren zu einer Vorstellung hingefahren, waren mit dem Zug nach Hagen. Hagen, direkt davor, ist der Berliner Platz. Und als wir da ausstiegen, sagte Ele plötzlich so mit der zitternder Stimme, Matthias, da links oben, der Kirchturm. Steht der Bibelvers da immer? Ich sagte, keine Ahnung, ich war schon manchmal da ausgestiegen, hatte aber nie so darauf geachtet. Und man kann schon sein, wieso denn? Ja, guck doch mal hin. Da steht, siehe, ich habe dir eine Tür geöffnet. Ich dachte, okay, das passt schon. Und sie war sehr berührt, aber sie war noch unsicher. Wir wurden abgeholt vom Zivi, kamen nach Wiedenest, hatten ein gutes Wochenende mit dem Vorstand, war alles sehr stimmig. Wir fuhren zurück, wurden wieder da in Hagen ausgesetzt, standen wieder auf dem Berliner Platz, wollten gerade in den Zug steigen. Meine Frau sagt, guck da oben, der Kirchturm. Sage ich, ja, ich weiß, das ist eine Bibelstelle. Ja, guck mal genau hin. War denn am Freitag das Ich schon großgeschrieben? Ich sage, keine Ahnung, ich habe mir die Orthographie des Spruches nicht angeguckt, die Rechtschreibung. Aber ja, das Ich, Gott, das ist so, als ob Gott mir, Ele, nochmal sagt, Gott, ich rufe dich nach Wiedenest. Ja, und sie hat das für sich als eine ganz starke Führung erlebt. Und dann war das für sie durch das Thema, also positiv durch. Es hat für sie ja manche Herausforderungen bedeutet, mehr als für mich Berlin zu verlassen. Eben die Mutter ohne Mann, dicht an unserer Tochter. Rebecca war gerade geboren. Jetzt weggehen, 560 Kilometer, das hatte nicht nur Vorteile wirklich gerade für sie. Aber sie ist das gerne gegangen, weil sie wusste, Gott ruft sie. Ich möchte euch ein bisschen in dieser Predigt, in diese zwei Aspekte reinnehmen. Einmal das vielfältige Reden Gottes, ja, euch so ein paar Bibelstellen kurz aufzeigen und dann in einen Bibeltext im zweiten Teil der Predigt tiefer einsteigen, wie Gott zu einem Team redet. Ja. Und es ist immer wieder diese Frage, ja, Herr, was willst du? Und ich wünsche mir, dass du hier sitzt mit einer Erwartung, dass Gott zu dir redet, ja, und dass er dir was sagen will. Hebräer 1:1-2, eine markante Stelle. Dort heißt es, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Nachdem Gott vielfältig, ja. Gott redet vielfältig, im Alten Testament sehen wir das. Aber auch im Neuen Testament, durch Jesus Christus, heißt ja allein die Vielfalt, in der Jesus zu seinen Jüngern gesprochen hat. Er hat Lehraussagen gehabt, er hat Anschauungsbeispiele aus der Schöpfung genommen, aus der Natur, aus der Landwirtschaft. Er hat Gleichnisse gehabt, ja, die er oft dann erst nochmal erklären musste, aber dann sind sie auch tiefer im Gedächtnis verhaftet geblieben. Und vor allem erleben die Jünger mit Jesus einfach viel. Ja, und es ist faszinierend zu sehen, dass auch den Jüngern, ich denke immer, Mensch, wenn man damals zusammen mit Jesus unterwegs gewesen wäre, hätte doch alles klar sein müssen. Nee, auch sie verstehen Dinge nicht, sie fragen nach, sie sind unsicher, sie erleben Wunder und zweifeln trotzdem später. Ja, so manch einer wie ich denkt auch, so richtiges boah, Hammerwunder, so auf dem Wasser laufen oder so. Ja, dann kann auch kein Zweifel mehr kommen. Es ist spannend zu sehen, die Jünger können trotzdem zweifeln danach. Ja. Und es gibt verschiedene Stellen und es gibt dann eine sehr markante Stelle über Petrus. Ja, Petrus sieht eine Menschenmenge, es ist die Situation um Pfingsten rum. Ich habe euch mal zwei Auszüge aus der Apostelgeschichte mitgebracht und es ist eine Stelle, wo viel Bewegung ist und dann steht Petrus auf, da heißt es, Petrus aber stand auf mit den Elfen, erhob seine Stimme und redete zu ihnen, Männer von Judäa, ihr alle, die ihr zu Jerusalem wohnt, dies sei euch kund. Und dann entwickelt er einen Gedanken, der den Menschen damals sehr viel näher war als uns, von dem alttestamentlichen Propheten Joel. Er zeigt die Geschichte von David bis Jesus auf und dann ist es markant, dann heißt es einige Verse später, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Petrus aber sprach zu ihnen, tut Buße. Ja, es sprach ihnen ins Herz. Sie waren vom Herzen angerührt.
Ich kenne so Situationen aus vielen Gemeindesitzen, Gemeindeveranstaltungen, wo meistens Männer so testweise dann so mit sonorer Stimme so laut und tief und eindrücklich versuchen, so ein Petruswort zu sprechen, ja, so jetzt, um ihre Meinung mal mehr durchzubringen, ja, und ich erlebe dann meistens, dass das nicht ein Petruswort, ja, war, sondern eben eine Meinung. Ich glaube, da dürfen wir nicht rumtricksen mit irgendwelchen Vokabeln oder besonders salbungsvoll. Das Besondere an Petrusworten ist, dass die Reaktion oft erst deutlich macht, wow, hier passiert was. Wer bei uns in Wiedenest schon mal war, der kennt den alten Neubau. Also wir haben viele Neubauten und müssen mal eine andere Nomenklatur finden. Das ist das Schulungs- und Begegnungszentrum, also wo die großen Tagungen stattfinden. Wenn ihr vielleicht Seelsorgekonferenz schon mal verfolgt habt, dann habt ihr das schon gesehen. Und dieser Bau hatte eine schwierige Anlaufphase. Ja, der ist in der Vollversammlung, Wiedenest ist ja ein Verein vor dem Wiedenest, beim ersten Mal durchgefallen. Ja, man war sich nicht einig, die Leitung saß wieder da, hat überlegt, sollen wir das machen, das Risiko. Da war auch noch ein Gemeindehaus genau an der Stelle, das musste dafür abgerissen werden, das war auch noch gar nicht so alt. Ja. Und dann hat ein Mann einen Vers aus der Bibel vorgelesen und Gedanken gesagt und alle wussten danach, doch, wir bauen. Ja, der war selbst, glaube ich, ein Stück erstaunt, also ich war damals nicht dabei, man hat das mir später erzählt und Gott hat es ihm sehr klar gemacht, doch, wir gehen dieses Wagnis ein, wir gehen diese Schritte. Ich weiß nicht, wie es euch in eurem Leben geht, ob ihr vielleicht gerade auf so ein Petruswort wartet, ob ihr eine besondere Offenbarung Gottes sucht, ob ihr so was Richtiges, Massives, so einen prophetischen Eindruck euch wünscht. Ich möchte euch im zweiten Teil der Predigt in einen Text hineinnehmen, den ich sehr markant finde, weil er uns eine Vielfalt von Gottes Reden innerhalb eines Teams und eines Prozesses zeigt. Ja, und wer eine Bibel dabei hat, der sollte mal Apostelgeschichte 16, Vers 6 aufschlagen. Das ist ein bisschen längerer Text, den ich lesen möchte und der achtet mal darauf oder versucht euch mal so richtig vorzustellen, dass ihr in diesem Team seid. Ja? Ihr seid in dem Team von Paulus. Und in dem Team hat es vorher gekracht. Da gab es einen Konflikt. Ja? Davon ist man noch emotional ein bisschen mitgenommen. Es ist nämlich vorher in der Apostelgeschichte berichtet in Kapitel 15, dass Paulus und Barnabas sich zerstritten über einen anderen Mitarbeiter und das wird sehr pragmatisch und kurz hier in der Bibel beschrieben, dass sie sich nicht einigen konnten, verbittert waren und trennten. Und Paulus beruft dann noch Timotheus, zieht mit seinem Team weiter und Barnabas mit dem anderen Team. Ja? Und in der Situation sind jetzt Paulus, Timotheus und die anderen unterwegs, Apostelgeschichte 16, 6. Danach reisten Paulus und Silas durch das Gebiet von Phrygien, Galatien, weil der Heilige Geist ihnen untersagt hatte, in der Provinz Asien zu gehen. Als sie dann ins Grenzgebiet von Mysien gelangten, wollten sie weiter in die Provinz Bithynien. Doch auch das ließ der Heilige Geist nicht zu. Also zogen sie durch Mysien in die Stadt Troas. In der folgenden Nacht hatte Paulus eine Vision. Er sah einen Mann aus Mazedonien im Norden Griechenlands, den bat, komm herüber und hilf uns. Da beschlossen wir, sofort nach Mazedonien abzureisen. Wir waren sicher, dass Gott uns rief, auch dort seine Botschaft zu verkünden. Wir gingen in Troas an Bord eines Schiffes, segelten zur Insel Samothrake und von dort nach Neapolis, wo wir am nächsten Tag anlegten. Von dort aus erreichten wir Philippi, eine größere Stadt in der Provinz Mazedonien und römische Kolonie. Dort blieben wir mehrere Tage. Am Sabbat gingen wir ans Ufer eines Flusses, etwas außerhalb der Stadt, weil wir annahmen, dass die Einwohner sich hier zum Gebet trafen. Und wir setzten uns hin, um mit einigen Frauen zu sprechen, die dort zusammengekommen waren. Eine dieser Frauen war Lydia aus Thyatira, die mit kostbaren Purpurstoffeln Handel trieb. Sie war keine Jüdin, hielt sich aber zur jüdischen Versammlung. Während sie uns zuhörte, öffnete der Herr ihr das Herz für die Botschaft, die Paulus verkündete. Sie ließ sich zusammen mit allen, die zu ihrem Haus gehörten, taufen und bat uns, ihre Gäste zu sein. Wenn ihr wirklich der Meinung seid, dass ich dem Herrn treu bin, sagte sie, dann kommt und bleibt in meinem Haus. Und sie drängte uns so lange, bis wir nachgaben. Ein markanter Text. Ja, es war schwierig. Diese Spannung noch im Rücken, die Trennung des Teams. Jetzt reisen sie weiter und dann kommt diese Aussage, der Heilige Geist hindert.
Ich weiß nicht, ob ihr schon mal überlegt habt, wie kann das praktisch ausgesehen haben. Ich fand es interessant, dass ich mit einem Kollegen in Wiedenest darüber ins Gespräch kam, sagte, er war mal in dieser Gegend, der hatte dann zwei Fotos mir mitgebracht, hier nochmal diese Textstelle, und er sagte, und das ist vom Licht leider die erste Bild ein bisschen schlecht zu erkennen, ihr seht so einen Wald mit grüner Wiese, und das zweite Bild ist ein bisschen besser zu erkennen, da seht ihr die Tücke dieses Waldes und dieser Gegend wohl, dass es bei starken Regenfällen sehr sumpfig werden kann, dadurch sind die Bäume auch teilweise abgestorben, die Wurzeln hatten dann keinen Sauerstoff mehr im Wasser, also so Moorwälder. Ja? Und es könnte sein, das ist jetzt eine Interpretation von mir, dass einfach durch starke Regenfälle es nicht möglich war, dort lang zu wandern, lang zu reisen durch den Wald, weil es zu sumpfig war und sie Umwege machen mussten. Und man sieht, wenn man sich das auf der Karte anschaut, das waren ganz schlimme Irrwege, Umwege. Zweimal heißt es ja, und der Heilige Geist hindert sie. Weiß nicht, ob du so Situationen in deinem Leben kennst, wo was einfach nicht gelingen will. Ja, oder ich dachte heute Morgen, beziehungsweise schon gestern, boah, wenn jetzt nochmal so richtig Schnee runterkommt, ja, ich bin aus Brandenburg an der Havel gekommen, dort ist meine Tochter jetzt Jugendreferentin, und bei dem dicken Schnee dachte ich, tja, vielleicht kannst du ja gar nicht predigen. Vielleicht musst du ja Andreas morgens um 8 anrufen, kannst du dann aus dem Bett machen, musst gar nicht aufstehen so früh, und dann muss er die Predigt machen, weil Schnee ist so dick runtergekommen und wir haben in Brandenburg an der Havel viel mehr Schnee als hier. Es ist ganz witzig, so 25 Zentimeter. Also wenn ihr so eine halbe Stunde Richtung Brandenburg an der Havel fahrt, wird es nochmal richtig voll mit Schnee. Dann hat eben Gott entschieden. Ja, früher hätte ich mich immer aufgeregt, hätte alles versucht dran zu setzen. Inzwischen versuche ich mir viel gelassener zu sagen, wenn es nicht sein soll, ist es auch okay. Ja? Vielleicht gibt es in deinem Leben so Situationen, wo Dinge gerade nicht gelingen. Es ist vielleicht nicht leicht, aber vielleicht musst du sagen, dann ist es auch okay erstmal, dass es so nicht klappt. Trotzdem kenne ich in so einer Situation dann mein inneres Flehen, Herr, offenbare dich doch. Irgendwie außergewöhnlich, irgendwie markant. Ja, das wäre doch cool. Und hier in dem Text haben wir so eine coole Situation. Ja, in der folgenden Nacht hatte Paulus eine Vision. Er sah einen Mann aus Mazedonien. Wir wissen nicht, ob Vision ein Traum heißt, mir innerhalb seines Kopfes, oder ob das außerhalb seines Kopfes ein Bild war, ist letztendlich auch nicht so wichtig. Sehr klar ist, er sah einen mazedonischen Mann und er hörte ganz klar die Aussage, komm herüber und hilf uns. Und jetzt ist ein Punkt hier im Text, der gerne überlesen wird und der mir sehr wichtig ist, gerade für euch als Gemeinde und gerade in dem Thema auch die Gabe der Prophetie. Ich glaube, dass es diese Gabe heute noch unter Menschen gibt. Ja, meine Frau hat die Gabe zum Beispiel ein Stück, ich habe sie nicht. Und ich glaube, dass es mit dieser Gabe wie mit jeder anderen Gabe, Gabe der Leitung, Gabe der Hilfeleistung, gute Anteile gibt, aber auch Gefahren gibt. Ja, und hier wird das sehr schön deutlich, dass Paulus jetzt nicht sagt mit diesem prophetischen Eindruck, so, Leute, zieht mit, ich habe einen Eindruck, ihr könnt blind folgen. Sondern, hier heißt es in dem Text, in Vers 10, da beschlossen wir heißt, dass Paulus mit seinen Mitreisenden im Gespräch war. Dass sie zusammen überlegt hatten, ist das denn jetzt Gottes Wille, dahin zu fahren? Sollen wir das? Und sie kommen gemeinsam zu dem Entschluss, und das finde ich ganz wichtig, sie kommen gemeinsam zu dem Entschluss, ja, wir gehen dahin. Dann wird diese Reise beschrieben. Und jetzt müsst ihr mal überlegen, ihr wärt in diesem Team. Was würdet ihr denn erwarten, wenn ihr da in Mazedonien angekommen seid? Gut, dass Andreas rausgegangen ist, jetzt kann er dir nicht mehr vorsagen. Ne? Jetzt darf einer von euch mal reinrufen, und zur Not war Andreas mein Opfer, jetzt ist seine Frau mein Opfer, also du musst zur Not es dann sagen. Was würdet ihr sagen? Ihr wärt in dem Team, ihr hättet das erlebt von Paulus. Ihr seid in Mazedonien. Was erwartet ihr? Wo ist denn der Mann? Genau, also, es liegt auf der Hand, dass eigentlich die Erwartung in der Gruppe ist, wenn wir da ankommen, wird uns irgendwo ein mazedonischer Mann begegnen. Und er kommt nicht. Ja, wenn wir den Text lesen, dann heißt es in hier Vers 12 am Ende, dort blieben wir mehrere Tage. Und ich interpretiere das so, dass sie echt die Not hatten, keine Ahnung mehr zu haben, was sie tun sollen. Ja, es kommt kein mazedonischer Mann, sie sind jetzt da. Und ich finde das sehr interessant
Und das zeigt für mich, dass es ein ergänzendes Zusammenspiel ist und nicht irgendwie minder geistlich oder widersprüchlich, dass hier nach einer außergewöhnlichen Führung sie vom Verstand einfach jetzt überlegen sollen, was macht denn jetzt Sinn? Und sie entschließen sich gemeinschaftlich nach einer wahrscheinlich Beratung, wir gehen an das Ufer eines Flusses, wir vermuten, dass dort Einwohner von dieser Gegend sich zum Gebet treffen. Und das zeigt für mich, dass es Phasen gibt, wo mal Gott vielleicht einen außergewöhnlichen Impuls gibt und dann noch Phasen, wo einfach der Verstand, den uns Gott gegeben hat, eingesetzt werden soll, Argumente überlegt werden sollen, was macht jetzt am meisten Sinn. Und das ist nicht weniger geistlich, sondern das gehört hier in dem Text zusammen. Und das finde ich sehr wichtig. Ja, und es ist dann spannend zu sehen, manche sagen immer an der Stelle, dass das der Beweis ist, dass Gott Humor hat. Ich denke, natürlich hat Gott Humor, er ist ja der Schöpfer, woher soll sonst der Humor kommen? Dass nun die Situation hier ist, dass ein Mann ruft und dass Männer dann hingehen und dann zu einer Frau kommen. Könnt ihr jetzt überlegen, ob ihr das humorvoll findet oder nicht. Ist auf jeden Fall markant, auch für die damalige Zeit. Und die Frau bekehrt sich. Und in dem Moment, glaube ich, hat der Letzte aus Paulus' Team kapiert, da wird kein mazedonischer Mann mehr kommen. Es wird keine besondere Offenbarung mehr geben. Das ist schon ein Stück hier erfüllt mit der Bekehrung von Lydia und ihrem Haus. Und wir lesen auch nicht später, dass der irgendwann noch kam. Und das, was übrigens auch wichtig ist, markante Beführungen, die man richtig geht, heißen nicht, dass das Leben immer leichter wird, weil als nächstes landet Paulus und Silas im Gefängnis in dem Text. Ja, passt so gar nicht manchmal in meine innere Wunschtheologie. Ja, wenn man gut folgt und gut vertraut, dann wird es auch dynamisch und gut klappen und die Gemeinde wird wachsen und Leute werden gesund werden und heil werden. Nein, Menschen sterben und wir verstehen es nicht. Gemeinde bleibt manchmal in Konflikten und wir verstehen es nicht. Und das muss nicht unbedingt an der Gemeinde und an den Menschen liegen. Manchmal ist einfach, das Buch Hiob gibt uns da so einen Eindruck hinter die Kulissen, eine andere Anfechtung dran, eine andere Herausforderung. Und es gibt viele Dinge, gerade als Seelsorgereferent kriege ich ja viel Leid mit, wo ich nur zusammen klagen kann und immer wieder innerlich sage, Gott, ich bin oben im Himmel, wenn ich ankomme, einer der Ersten, der in der Reihe steht und noch so ein paar kleine Fragen gern beantwortet hätte. Ja, vielleicht ist es in Gottes Gegenwart gar nicht mehr nötig, aber mal gucken. Also auf jeden Fall habe ich eine ganze Latte von Fragen, die offen bleiben. Und trotzdem erlebe ich auf der anderen Seite, wie Gott beeindruckend führt in manchen Bereichen, außergewöhnlich. Und ich kenne aber auch Situationen, wo das fast heikel wird. Wir hatten vor längerer Zeit eine Bibelschülerin, die hatte so eine Offenbarung, ein Land gesehen, da soll sie hingehen. Und deshalb kam sie zur Bibelschule. Und in diesen 3 Jahren Bibelschule wurde eigentlich sehr deutlich, das ist nicht ihr Land, das ist für sie nicht gut, das passt alles nicht. Und sie sagte, aber ich habe doch diesen Eindruck gehabt. Bis sie im Gespräch mit anderen merkte, dieser Eindruck sollte sie zur Bibelschule führen. Das heißt aber nicht, dass sie jetzt in dieses Land gehen muss unbedingt. Ja? Und so dürfen wir uns, also manchmal erlebe ich in manchen christlichen Kreisen, dass man sich so an prophetische Eindrücke auch fast wie so ein Götze festklammert. Das muss doch dann genauso passieren. Oder auch nur diese eine Interpretation ist so gut. Nee, es ist manchmal ein Impuls. Ja, man geht ein Stück und dann kommt ein nächster Impuls oder dann kommt eben eine Teamsitzung, eine Überlegung mit dem Gebetsbruder, mit der Ehefrau. Und so erlebe ich Gottes Reden und so stellt uns das hier Gottes Wort auch vor. Ich möchte das nochmal hier in dieser Abfolge bringen. Also sie haben einen Plan und Pläne zu machen ist nicht falsch. Und wir haben uns als Gemeinde ein bisschen später als Ältestenschaft entschieden, als Leitungskreis jetzt nochmal zu sagen, wir machen nochmal eine Gebets- und Fastenwoche Anfang Februar oder Mitte Februar wollen wir das jetzt starten für die Gemeinde, weil wir gesagt haben, trotz Corona und nicht treffen können, wir wollen gemeinsam vor Gott im Gebet sein. Wie wird dieses Jahr? Welche Anliegen gibt uns Gott vielleicht? Und sind gerade am Plan, wie wir so eine Gebetswoche mit digitaler Pinnwand, digitalen Räumen und anderen Sachen machen können. Ja? Und bei Ihnen hier in dem Text, der Plan klappt nicht. Ja? Sie sind wahrscheinlich sicher abends bei diesen längeren Wanderungen immer wieder mit Gott im Gespräch gewesen, ja, im Beten. Und dann, klar, das Tolle, es ist ein besonderes Reden Gottes. Paulus, wie gesagt, berät sich mit seinen Mitleuten und dann, ja, sie gehen los. Spannend, dann wieder neue Orientierungslosigkeit, Hilflosigkeit, neues Überlegen und dann treffen sie eine Entscheidung und treffen Lydia
und andere Frauen in dieser Gebetsstätte. Ja, hier ist eine spannende Dynamik und ich finde das total wichtig, dass wir in dieser Vielfalt alleine und gemeinsam wirklich unterwegs sind. Ja, und ich möchte dich nochmal so am Ende dieser Predigt fragen, wie sieht das denn aus mit der schönen stillen Zeit, wie man es gerne nennt, die da manchmal zu still wird? Ja? Und ich fand es mal interessant, es gab mal eine Untersuchung über deutsche Ehepaare und wie viel sie durchschnittlich in der Woche tiefgehend kommunizieren. Und ich möchte gerade auch die Frage an dich stellen, dein Gespräch mit Gott, ist es tiefgehend oder, was ja nicht falsch ist, genauso wie man in der Ehe organisatorisch manche Sachen klären muss, ist es mehr so ein organisatorisches Gebet, Herr, bewahr mich auf der Fahrt, ja, schenk Segen bei der nächsten Sitzung. Oder nimmst du dir mal richtig Zeit? Ja, diese Analyse über deutsche Ehepaare, wie viel sie reden, war ernüchternd. Es kam in der Woche 20 Minuten tiefgehendes Gespräch raus. Was natürlich ein Mittelwert war, was hieß, dass viele Ehepaare 2-3 Wochen gar nicht miteinander reden und dann mal ein längeres Gespräch haben. Ja? Und jetzt kannst du dich fragen, wie war es denn in deinen letzten 2-3 Wochen? Wie tiefgehend warst du denn mit Gott im Gespräch? Ja, der Tag heute, die Sonne bietet es ja richtig an, mal so einen langen Gebetsspaziergang zu machen, eine Stunde richtig mit Gott im Gespräch zu sein, um zu hören. Und die zweite Frage ist, und da muss man immer in zwei Gruppen unterscheiden. Hier sitzt die Gruppe irgendwo unter euch der Aktivisten und hier sitzt die Gruppe der eher etwas ruhigeren, will nicht gleich phlegmatischen Menschen, vielleicht der nicht so Aktivistentypen da. Ja? Und die einen müssen ein bisschen sagen, vielleicht ein bisschen weniger Aktivismus und mal auf Gott hören. Und die anderen müssen vielleicht aber sagen, jetzt habe ich viel gehört, jetzt muss ich auch mal eine Entscheidung treffen und einen mutigen Schritt gehen. Ja? Und du musst mal überlegen, wo würdest du dich einordnen? Nochmal zusammenfassend, Gott hindert uns manchmal, nicht alles gelingt immer und das liegt nicht immer daran, dass wir was falsch machen. Ja? Es braucht besondere Zeiten des Hörens, es kann Eindrücke, Gesichte, besondere Dinge gehen. Manche werden die mehr haben, weil sie hier eine Gabe haben, Gabe der Prophetie. Andere werden sie weniger haben, deshalb sind sie nicht ungeistlicher. Die Dinge müssen geprüft werden, gerade wenn es außergewöhnliche Dinge sind, weil die immer so ein auch eine gewisse Gefahr haben, vielleicht dazu übers Ziel zu schießen. Und es gilt für sich immer auch zu schauen, wie lange gilt eine Berufung. Ich fand es spannend, ich habe zwei Gebetsbrüder. Der eine fragte mich mal vor einigen Jahren, ist eigentlich Wiedernest noch für dich dran, vorm Wiedernest die Stelle? Er hatte gerade seine Stelle als Pastor gewechselt und das war für mich interessant. Ich dachte, ups, so habe ich auch nie nachgedacht. Das läuft eigentlich alles gut. Und es war aber gut, das nochmal zu merken, doch, Gott bestätigt diese Stelle weiter, es ist weiter dran. Vielleicht ist bei dir dran, was zu ändern oder auch nicht, aber sei darüber mit Gott im Gespräch. Und da möchte ich gerne zum Abschluss mit euch beten und es wäre schön, wenn ihr aufsteht. Lieber Herr, du siehst jeden jetzt hier stehen und ich möchte dich bitten, dass jeder für sich an diesem Sonntag, an diesem Tag, wo du uns Zeit geschenkt hast, wo wir zur Ruhe kommen sollen. Es ist oft schwer, auch gerade mit kleinen Kindern das zu schaffen. Aber Herr, lass uns da jeweils erfinderisch sein, dass heute jeder irgendwo eine Stunde mal für sich zur Ruhe kommt. Einen Schneespaziergang allein macht mit dir, deine Sonne, deine Schöpfung genießt in dieser dunklen Jahreszeit und mit dir redet. Herr, du willst reden. Manchmal fällt es uns echt schwer, so geht es mir, etwas dich zu verstehen. Manchmal merke ich aber auch, weil ich innerlich gar nicht meine Ohren auf ja, mal zuhören habe, sondern viel zu sehr am Kreisen bin um meine Gedanken. Herr, hilf denen, die da vielleicht auch gerade frustriert sind, dass sie merken, du liebst sie und du willst sie führen. Herr, danke, dass du ein Gott bist, der uns auch nachgeht, wenn wir vielleicht auf irrigen Wegen sind. Herr, danke, dass du deinen Sohn für uns gegeben hast. Amen.